Hallo, ich bin Loredana Nemisch und meine Arbeiten werden bei der Galerie Springer in Berlin auf dem Fotostand auf der Foto Basel gezeigt. Wir sehen gerade eine Arbeit aus dem Zyklus 23197, eine Auseinandersetzung mit der Angst. Was wir sehen, ist einen unscharfen LKW, die Front eines LKWs. Nach der Auseinandersetzung oder nach den Ereignissen in Nizza, Stockholm und Berlin, der Terrorismus, in dem ein LKW zu einer Waffe wird, habe ich mich mit dem Thema der Angst, die uns erfüllt, auseinandergesetzt. Und daraus sind diese abstrakten Bilder entstanden, kombiniert mit Permutationen der Angst, mit einem Alphabet der Angst. Was macht Angst mit unserem Körper? Und wie lässt sie sich greifen? Wie lässt sie sich fotografisch übersetzen? Eigentlich komme ich aus dem Sujet des Porträts und habe immer wieder mich an dem Thema des Porträts gerieben mit der Frage, lässt sich überhaupt ein Porträt machen? Und so leiten wir über zu der Arbeit, die auch hier gezeigt wird. Es ist Blütezeit. Blütezeit ist eine Arbeit über junge Menschen, über die Phase des Übergangs von Kindheit zum Erwachsenwerden, über die Frage, wer ist wichtig in dieser Zeit, welches sind unsere Beziehungen, die Kraft und die Schönheit dieser Menschen hat mich interessiert und ich habe sie auch zur gleichen Zeit in Bäumen und Blüten gefunden. Es ist Blüten visualisieren die Kurzlebigkeit. Es wird uns deutlich, wie wenige Tage nur diese Weiße, diese Frische, diese Schönheit da ist, bevor sie welkt und bevor es dann übergeht zu einer Kirsche, die dann im Juni köstlich schmeckt. Und so war das auch mit den jungen Menschen. Es war eine Notwendigkeit, sie anzuschauen und gleichzeitig das Bewusstsein, dass man nicht mit drei Menschen gleichzeitig sprechen kann. Also habe ich sie partitioniert, fotografiert und dann wieder zusammengesetzt und kann so jedem Einzelnen eben das Maximum an Aufmerksamkeit bieten. Wenn man sich viel mit Menschen reibt und diese Porträtarbeiten macht, muss das alles verdaut werden. Und diese Verdauung, die ist mühsam und dann ziehe ich mich zurück und es ist die Natur, es ist der Buchenwald, es ist die Insel Rügen, die diesen Rückzug ermöglicht und blicke auf die Weite der See und die Dichte des Waldes und auf die Übergänge, die zu Bühnen werden, auf denen die Buchen stehen, wie bei einer Familienaufstellung, wie Protagonisten. Ich habe den Eindruck, ich schaue die Buchen genauso an, wie ich die Menschen anschaue, aber ich kann sie viel besser verdauen. Es ist so, dass ich hier sehr genährt werde. Und den Wald zu fotografieren, ist in einer großen Tradition, sich zu bewegen. Und natürlich fragt man sich, kann man das noch? Kann man noch auf die See blicken, nachdem man Hiroshi Sugimotos Arbeit kennt? Kann man noch, nachdem man Albert Renger-Pagès gesehen hat, auf Bäume blicken und das eigene finden? Und die Antwort war ja. Und darin liegt eine große Stille und eine große Freude.